Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. Jo, wir sind ja im letzten Bad kläglich verreckt. Wir haben versucht, die Einwohner, diese Ureinwohner, die hier bei uns kampiert haben, zu verscheuchen. Selbstverständlich ist mir das nicht gelungen. Und ich versuche jetzt irgendwie, nach Möglichkeit, das hier so abzuschirmen, dass die Krippeln nicht mehr kommen. Aber ob das möglich ist, habe ich keine Ahnung. Ich muss mich gerade für den Spiel reinfinden. So, da war es, Inventar, genau. Tagebuch. Können wir denn nicht irgendwie eine Wand oder so aufziehen? Das gibt's ja nicht. Dass da nichts möglich sein soll. Das kann es hier echt nicht geben. Wir können wirklich so die Wand bauen. So geht's ja nicht, ne? Ohne dem da vorne klappt das irgendwie nicht, ne? Das heißt, wir müssen als allererstes nochmal so einen Rahmen bauen vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob das hier überhaupt klappen könnte. Ich glaube nicht so recht. Das ist nämlich etwas doof. Ah! Das ist aus meiner Sicht etwas doof, finde ich, dass man hier das nicht ein bisschen besser hinkriegt. Dass man hier nur Wände ziehen könnte, kann. Aber wer weiß, wir sind ja noch immer. Wir sind hier ja noch immer in einer Early Access. Vielleicht überrascht uns das Spiel ja noch. So, ich hatte es jetzt kurz mal auf weiß. Ah, hier. Probieren wir es mal, oder? Wenn man hier so die Wand macht und so. Ich meine, hier können sie immer noch durch, ne? Das schaut schon ein bisschen scheißlich aus, oder? Finde ich. Ich möchte halt schon gern unser Zuhause vor diesen elendlichen Ureinwohnern schützen. Schließlich möchte ich, dass wir hier wohnen und nicht die anderen. Kann man den... Da ist ein normaler Stock. Ich wollte nur schauen, ob man den vielleicht auch kaputt hauen kann. Ob das was bringt. Tatsächlich? Ach so, Bananenblätter sind das. Okay. Ja, können wir mitnehmen. Legen wir sie auch bei uns hin irgendwo. Ins Blattlager oder so. Bambus ist schon. Dingsbums. Ah, ich habe noch gar nicht hier. Das habe ich noch gar nicht gebaut gehabt. Okay. Okay. Puh, wir haben da echt viel zum Bauen, ne? Das sollte ich mich mal ranhalten. Kann man das ja eigentlich kaputt hauen? Schaut nicht aus, ne? Oh, shit! Na. Seriously? Ja. Natürlich. Nein, das geht nicht. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Ah, okay. Geht wieder. Herstellen. Dafür bräuchte man ein Steinchen. Und. Na, falsch. Hier ein Stöckchen. Ein großes Stocki, glaube ich. Und ein Seilchen, glaube ich. Falsch. Steinaxt. Achso, die hat schon so gepasst. Genau, stimmt, passt schon. Entschuldigung. So, jawohl, genau. Die haben wir auch schon wieder ausgerüstet. Hervorragend. Lianen brauchen wir auch einen Haufen. Ich will halt schon gern, ich will das hier nicht freiwillig verlassen, unser
schönes, verlassenes Dörfchen hier, ne? Ich möchte schon gern hier wohnen bleiben, aber wenn ständig und immer wieder diese ekelhaften Eingeborenen kommen und uns nerven, das ist halt nicht schön. Ja, jetzt ist er müde, ist eh klar. Komm, ein bisschen schaffst du noch. So, ja. Der fällt jetzt zwar nicht dorthin, wo ich wollte, aber egal. Sind wir nicht so kleinlich, ne? Haben wir da jetzt nur einen von diesen dicken? Ja, schaut aus. Gut, dann bringen wir den mal schnell zurück. Das wäre halt wirklich, wirklich, wirklich schön. Servus. Wenn wir hier bleiben könnten, ne? Also wirklich wohnhaft, sesshaft. Das wäre wirklich schön. Ach, da wäre er gewesen, der Holzscheit, der zweite. Ja. So gescheit ist der Holzscheit. Versteckt er sich vor uns. So, kleines Dingens. Langes Stockel, kleines Stockel. Na? Ah, geht ja nicht. So, da müsste noch irgendwo ein... Ja! Da müsste noch irgendwo so ein langer sein. Oder auch nicht. Normales Stöckchen. Ui. Den Duskan-Körper, den müssen wir natürlich sammeln. Ich glaube, ich habe vergessen, vorher das Fleisch zu ernten. Na, Fleisch haben wir dabei. Passt, alles fein. Alles schön. Ach. Sag einmal. Gibt es jetzt nur einen langen, stark Stock, Stickel, Steckelstock? Müsste doch ein zweiter noch sein. Gravuzzi, Grabuzzi. Da ist er. Habe ich es ja gewusst. So. Und schön flotti. Lauf, lauf, lauf. Mein Gott, ich dachte, das ist ein Jaguar, ey. Zumindest Herz in der Hose stecken geblieben. So. Machst du was? Der braucht hier Holzscheit. Ach so. Lol. Der braucht natürlich jetzt auf einmal Holzscheit am Anfang. Mann, ist das gescheit. Der braucht einen Holzscheit. So, dann mach halt. Irgendwo da drüben war noch ein zweiter. Wie schaut man eigentlich gesundheitstechnisch aus? Fehlt uns irgendwas? Glaub nicht, oder? Na, noch nicht nix. Wie schauen wir bei der Uhr aus? Wir brauchen dringend Fleisch. Fleisch. Aber irgendwo war jetzt noch dieser Holzscheit, oder? Halt. Na, das war nicht Dings. Das trockene Blatt nehmen wir auf alle Fälle mit. Da ist es, glaube ich. Holzscheit. Ach, wie gescheit, wir haben ein Holzscheit. Ja, er ist halt schon müde, was soll man machen? Wenn ich auch wissen würde, ne? Wie man diese ekelhaften Ureinwohner besiegen kann hier, ne? Wäre auch schon geholfen. Kriege ich aus dir ein Holzscheit raus? Ich glaube nicht, ne? Das muss ein dickerer Baum sein. Du vielleicht. Unbekannte Frucht, nehmen wir es halt einmal mit. Ich glaube, die war auch zum Speiben. Ja. Oh, wir sind müde, wir müssen schlafen gehen. Das ist natürlich scheißlich. Hallo? Warum kann er nicht hüpfen? Will er nicht. Schon zu müde. Na, gute Nacht. Ob wir das noch hinkriegen... Ja. Hä? Was quiekt denn hier so? Na, du sollst das nicht nehmen. Du sollst schlafen gehen. Ja, geht ja. Dann schauen wir mal. Hä? Die ist sofort zusammengebrochen. Es ist ein Trottel, echt. Ah, den muss man ihm schon lassen. Er ist echt ein Depp.
Na, du sollst das nicht nehmen. Leg dich hin. So, geht ja. Bis Mitternacht. Jetzt schauen wir mal, ob die Ureinwohner wieder da sind. Also diese Dschungel, diese, wie heißen die? Knochenkrieger? Hungry. Noch? Glaube ich nicht. Okay, wir schauen mal aus, rucksacktechnisch. Was haben wir noch zum Essen dabei? Ui, ich muss das Fleisch aufhängen. Das habe ich vergessen. Aber dafür getrocknet. Aderfleisch. Mahlzeit. Es müsste schon gut geklappt haben. Unbekannter Pilz getrocknet. Haben wir es sonst? Unbekannter Pilz, dann nehmen wir mit. Trinken wir noch ein paar Schlückchen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ihn jetzt nicht aufheben. Ich wollte eigentlich trinken. Und bin außer Versehen verrutscht. Sachen gibt's. Pfeile können wir auch wieder ein paar machen. Ich glaube, vor allem zum Jagen wird das wichtig werden. Dass man hier diese Made nicht mehr essen kann, das ärgert mich auch ein bisschen. Ich glaube, wir werden uns ein Feuerchen machen, oder? Machen wir uns ein Feuerchen. Herstellen brauche ich da ja nichts. Was mache ich denn hier? So, da brauchen wir das da jetzt, ne? Ich habe das schon wieder vergessen, wie das geht. Ich habe das jetzt echt vergessen. Benutzen. So, jetzt habe ich es. Und einmal getrocknetes Blatt und es geht schon los. Das ist ein Kapitsch. Das ist ein Holzdings. Yes! Der sich freuen kann wegen Feuerchen, ne? Kohle, Essen zerstören. Feuerbrett. Brauchen wir das Feuerbrett? Herstellen. Oh. Hungry. Er ist hungrig. Ich habe keine Ahnung. Kann man damit etwa dieses... dieses Dingens da machen? Handbohrer. Aha. Das Ding, was wir da hatten, nur halt billig. Dann kann ich ja dieses Feuerbrett zu dem dazulegen, oder? Dann hätten wir wieder Platz im Inventar. So, ne? Oh mein Gott, der Vogel. Hab's den Vogel gerade gehört? Das ist komplett dieselbe Tonlage. Komplett dieselbe Tonlage wie bei Gothic 1 und 2, glaube ich. Auf jeden Fall 1. Da gab es natürlich, war damals der Ton nicht so gut. Aber das war dasselbe. Dieselbe Tonlage. Mega. Was will ich denn machen? Ich will essen. Ich sollte was essen. Werden wir uns über die Kokosnuss hier machen. Zack. Zack. Einmal trinken. Nichts verschwenden. Und einmal sammeln. Ja. Genau. Das heißt, wir futtern jetzt mal hier. Essen. Und nochmal essen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier Kokosnüsschen einen Haufen. Blub. Einfach so mal hingeschmissen. Und blub. Da. Also zum Saufen haben wir mehr als genug Möglichkeiten, wenn es da mal regnen tut wieder. Das passt. Ich dachte, ich sehe hier eine Banane. Stimmt aber nicht so ganz, glaube ich, ne? Ich würde mal meinen, bevor ich so kühn bin und wieder in den Dschungel Holz hacken gehe, werde ich mal kurz speichern. Weil ich bin sowieso immer zu faul, was Speichern betrifft. Tag 6, Tag 5. Ich würde sagen, das hier mal wieder. Ja, bitte. So. Und werde mein Bestes geben, Holz zu hacken. Ich weiß nur nicht, wohin ich gehen soll. Die Richtung oder die Richtung, weil bei dem einen Baum hatte ich ja schon angefangen, glaube ich.
Wenn wir sterben, ist wurscht. Wir haben gerade gespeichert, das muss ich mir echt merken. Boah, ich glaube, ich finde den Baum jetzt nicht mehr an. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Und hoffe, dass wir hier Holzscheite kriegen, aber ich glaube es nicht. Wumm. Obwohl, es schaut. Ja, Holzscheit. Und noch ein. Hervorragend. Hüpf. Es ist auch nicht zu müde zum Hüpfen. Wir haben 3 Egel. Das ist absolut hervorragend. Wie viele lange Stöcke brauchen wir hier? Zu viele. Die 2, die wir hier haben, möchte ich noch kurz nutzen. So. Dann werden wir uns die Blutegel anschauen. Beim Fuß wahrscheinlich irgendwo. Ah, ich sehe sie schon. Zack, zack, zack. Passt. So, und dann würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Wir sind eh schon ein bisschen müde. Und dann, ich würde sagen, so bis 8, ja. Ich glaube, das passt schon so. Und dann schauen wir, dass wir noch diesen Rahmen hier fertig kriegen. Halt, ein kleiner Stock. Noch einen großen Stock, also einen normalen Stock, den wir aber nicht brauchen. Den Stock brauchen wir auch nicht, also auch noch ein normaler Stock. Ich brauche diese langen, das da genau. Da müsste noch irgendwo so ein langer Dingen sein. Bist du der? Nein. Aber du. Sehr gut. Die bringen wir jetzt auch zurück. Hüpf. Ui, wir haben eine Spinne gefangen. Okay, müssen wir dann gleich schauen. Und können wir nebenbei essen? Na. Zuerst müssen wir die hier wegbringen. So, geht schon. Ja. Ja. Sehr gut. Ganz ehrlich, was wir mit diesen Spinnen anfangen sollen, bin ich mir auch nicht so. Ne? Ich möchte gern die Bananen. Neben geht auch. Ich wollte jetzt eigentlich essen. Weil wir schon wieder hungrig sind. Ui, das war's eingegangen. Sammeln. Das heißt, es gibt vielleicht wieder Maden für uns. Larven in dem Fall. Sehr gut. Wir brauchen eh Proteine. Proteine. Grüne Bananen, wenn's denkst, ne? Lecker. Die ist noch schön knusprig. Da ist noch eine. Essen bitte. Jetzt müsste die Blüte weggehen. Jawohl. Da haben wir jetzt sehr viele Bananen, sehe ich gerade. Essen. Essen. Noch mehr Essen. Ich hoffe, wenn dann das Spiel fix fertig ist, dass wir nicht so viel fressen müssen. Damit wir wieder gesund oder gesünder sind. Boah, das ist schon ein bisschen viel, was man dafür tilgen muss. Da haben wir eine Kokosnuss. Die nehmen wir sofort, die bringen wir sofort heim. Komme ich jetzt da noch rein? Ich glaube nicht. Oh doch, mit Hüpfen. Keine Chance. Das ist gut. Hier kommen wir auch nicht drauf. Passt. Ich will nur mal ein bisschen testen, weißt du, ne? Also ins Kokosnusslager. Zack. Passt. Dann können wir ein Schlückchen trinken. Sehr gut. Das Lagerfeuer geht momentan eh nicht. Da müssen wir auch noch was hinklatschen für die Sticks. Für die langen Sticks. Da haben wir eh genug Stöckchen. Da vorne ist nichts, ne? Ich bilde mir immer ein, dass hier irgendwo Gegner sind, ne? Ich bin schon ein bisschen, ja. Ich drehe durch, ich drehe durch. So, dann versuche ich den mal zu schlagen, zu fällen. In der Hoffnung, dass wir noch lange Dingensbummens kriegen.
Ja, er ist halt müde. Was soll man machen? Zack. Jawohl, ein langes Stockerl. Und ich hoffe noch eins. Sehr gut. Alter, das Blatt war jetzt so komisch. Ich habe gedacht, da steht jemand. So. Dann haben wir schon mal das nächste Gerüst hier fertig. Dann fehlen hier eigentlich nur noch die Seile. Na komm, zack. Und zack. Sehr gut. Das hauen wir da mal hier hin. So, jetzt können wir weiterbauen. Und zwar die Wand hätte ich jetzt gern. Ja, Wand mit langen Stöckchen. Ich würde sie gern hier einmal. Dann können sie nur noch hier rein, ne? Hier und hier wäre schön. Warte mal. Wand. Da. Ja, so wäre sie super. Dann können wir hier noch durch, so quasi als Eingang. Und dann kann ich hier noch was probieren aufstellen. Und zwar zum Lagern. Wo haben wir denn das Zeug zum Lagern? War das auch hier dabei? Ich glaube schon, ne? Eine Hütte. Ach so. Aha. Aha, das geht auch. Okay. Dann hätten wir es vielleicht so machen können. Vielleicht. Dann haben wir hier vielleicht schon... Warte, ich probiere mal was. Wenn das dann hier so steht, können hier wahrscheinlich die Dinger gar nicht mehr durch. Dann tue ich die Wand hier weg. Dann wäre die Frage, weiterbauen. Bananendach oder Palmendach? Wir hätten auch Bananenblätter. Nehmen wir mal die Bananen aus, oder? Würde ich sagen. Geht das so? Ja. Würde ich mal sagen. Und dann können wir davon. Dann hoffe ich mal, dass hier aber keiner mehr durch kann, ne? Jetzt muss ich noch schauen. Okay, mehr geht eh nicht. Bei der Wand. Okay, das klappt so eh nicht. Ich kann es nur noch hier verschließen. Dann können wir hier aber nicht mehr so leicht durch, ne? Aber doch, hier ging es auch noch. Naja, zu wäre zu, oder? Dann hätten wir hier eine schöne Hütte. Und zur Not können wir hier ja auch noch raus, ne? Ich glaube, das kann man so lassen. Ich denke, dass wir hier auch noch rein können. Na gut. So. Die Bananenblätter brauche ich jetzt. So, gut, dass wir schon ein paar gesammelt haben. Ich will halt versuchen, unser Dorf hier, so gut es geht, vor diesen Ureinwohnern zu schützen. Aber ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Ich fürchte sowieso, dass wir früher oder später nochmal von vorne beginnen müssen, weil jetzt haben wir schon ein bisschen Erfahrung. Und dass wir uns einen Ort suchen, wo die Typen nicht zu Hause sind, ne? Nach Möglichkeit. Um dort dann wirklich in Sicherheit leben zu können. Hier haben wir nur Palmenblätter, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, dieses eine Blatterl. So. Na, geht nix. Da. Man muss halt auch immer den grünen Punkt quasi finden. Warte mal. Kann ich hier noch was lagern? Hinstecken. Ja, geht noch. Haben wir genug Platz. Super. Dann können wir noch ein wenig sammeln. Das wird wieder gegessen natürlich. Und wir haben mal auf die Uhr schauen.
Kohlenhydrate haben wir wie immer genug. Es fehlt uns halt haufenweise an Fleisch. Haufenweise Fleisch sogar. So, ich glaube, den können wir auch fällen. Wenn es geht. Und der ist schon wieder müde. Obwohl, jetzt hat er noch einmal geschlagen. Na, kommt was energietechnisch? Na. So, zack. Zack. Jawohl, Baum fällt. Dann können wir gleich den nächsten, wenn ich dran komme. So vielleicht. Jawohl. Haben wir noch irgendwas zum Essen dabei? Nur mit die Schwammerl eigentlich. Na. Es wäre auch cool, wenn wir irgendwie das Vogelnest wieder aufstellen könnten. In der Hoffnung, dass wir das Bons hier... Aha. Shit. Ja, ja, jetzt flucht er wieder herum, ne, ist eh klar. So, wir bauen einmal mit dem Stein und einmal mit dem Stock. So, die Steinaxt. So, jetzt wird er wieder fummeln. Jawohl. Und zack. Ja, schon wieder müde. Zack. Passt. So. Das Holzscheit nehmen wir natürlich auch wieder mit. Wir können nach wie vor, glaube ich, nur zwei tragen, ne? Palmenblatt. Er ist zu müde, er kann nicht mehr hüpfen. Das bedeutet für uns natürlich Schlafenszeit. Sehr gut, noch sind keine Ureinwohner hier. Das heißt, die Scheitel schmeiße ich mal dahin. Dann gehen wir fix speichern. So. Ja. Zur Not können wir noch davonlaufen, falls dann jetzt irgendwelche Bösewichte kommen. Aber ich hoffe nicht. So, dann ruhen wir uns wieder aus. Es wird halt sehr, 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 sehr spät. So. Und es kommt wieder übelst Gewitter. Ich habe auch nach wie vor leider vergessen. Stock war hier, okay. Ich habe leider wieder vergessen. Zack. Was wollte ich sagen? Ich habe vergessen. Was habe ich vergessen? Was soll ich mit der Spinne eigentlich? Die ist überhaupt für gar nichts, oder? Palmherz. Was ist Palmherz? Erweitern, Essen zerstören. Ach so. Das ist was zum Essen. Okay. Das ist für uns auch jetzt schon neu. So, wo sind die Holzscheite? Die können wir von mir aus auch mitnehmen. Kleine Stöckchen. Noch ein Stock. Noch mehr Stöcke. Liane, waren das? War da Liane dabei? Nein, Stock. Ich suche diese langen Stöckchen. Ach, hier ist, glaube ich, eins. Jawohl. Dann dürfte es nicht lang dauern. Sind wir das? Hier ist er. Der zweite lange Stock, genau. So. Hüpf. La 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 la. Das Leben im Dschungel, das ist nicht leicht. Tra la 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 la. Also schon ein bisschen übertrieben, ha? Wie viel wir da brauchen. Von denen, ne? Ich dachte gerade, da wäre ein Monster drin. Da war das der... Das Holz. Ja? Genau.
Lalalala. Das ist der Nachteil, wenn man zwei Bäume fällt, hintereinander, dass man irgendwie nicht mehr recht weiß, wo die Sachen sind, die wir brauchen. Da war, glaube ich, einer. Na, normaler Stock. War so klar hier. Aha, von denen sind wir auch schon. Haben wir auch schon genug? Weil es müssten theoretisch... Es ist halt auch stockdunkel. Ich glaube, ich sollte schlafen gehen vielleicht. Hier sind nur normale Stöcke, ne? Ui, Bananenblätter. Ja, die nehmen wir doch sehr gerne mit. Die nehmen wir sehr gerne mit. So, da ist noch eins. Da haben wir noch eins. Ah, können wir eh nicht mehr tragen. Okay. La 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 la. Dann können wir hier das Dach dabei weitermachen. Dach. So, so, so. Nein. Ja. Da. Und da. Eins fehlt noch. Das macht nichts. Wir haben hier eins gefunden irgendwo. Da. Dann haben wir auch schon das Dach hier fertig. So. Sehr gut. Können wir hier auch schon speichern. Dann fehlt uns eigentlich nur noch lange... Stöckchen, ne? Ein Haufen. Und hier haben wir nur die Holzscheiteln. Ich würde sagen, wir gehen einmal pennen. Da. Ich hoffe halt wirklich... Oh, der Part ist auch zu Ende. Ich hoffe halt wirklich, das muss ich nochmal sagen, dass es bald möglich ist, dann mit dem fertigen Spiel, dass wir nicht so viel fressen müssen. Aber das war, glaube ich, am Anfang bei The Forest auch so, glaube ich. Ne? Da musstest du essen wie ein Trottel, damit du überhaupt irgendwann irgendwie mal vernünftig satt wurdest. Hoppala. Schwupp. Naja, egal. Es wird schon werden. So, auf jeden Fall. Zack. Und... Zack, das können wir gleich nutzen. Auch hier schon mit dem Seil. Geht das schon? Noch nicht, ne? Nein. Okay. Auf jeden Fall können wir hier speichern. Das werden wir auch sofortig tun, weil der Part, wie gesagt, ist zu Ende. Ich würde sagen, hier drauf. Ja, genau. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!